Danke, liebe Frau Kollegin Fischer, für diese Einbegleitung. Ich habe sehr gerne zugesagt zu dieser Reflexion auf das Dokument. Wir haben ja unmittelbar nach Erscheinen des Dokumentes gesprochen. Damals glaubten wir wohl nicht, wie viel sich inzwischen tun würde, innerhalb sozusagen eines guten Monats in dieser Fragestellung. Von daher habe ich jetzt doch einen auch abgeklärteren Blick schon innerhalb dieser kurzen Zeit. Möchte mich bedanken für die Einladung, begrüße Sie damit alle ganz herzlich auch meinerseits. Auch die Menschen, die im Stream mit uns verbunden sind, möchte ich ganz herzlich grüßen und freue mich, dass Sie alle Interesse an diesem Thema, an dieser existenziellen Frage, letztlich ist es nicht nur ein Thema, sondern eine existenzielle Frage, äußern durch Ihre Präsenz. Möchte zugleich auch zum Thema am Beginn etwas sagen. Segen Gottes und der Kirche für homosexuell Liebende ist vielleicht ein etwas einschränkender Begriff. Mir ist im Studium des Dokumentes inzwischen oder auch der Vorgänge deutlich geworden, dass ich das Thema weiterfassen muss, also dass ich immer alle im Blick haben werde, über die im Dokument selber gesprochen wird, weil wir aus der europäischen Perspektive interessanterweise das eher auf die homosexuell Liebende einschränken, obwohl sie prominent genannt sind, auch schon im Titel. Ich werde nachher dann auch noch etwas dazu sagen, warum. Ich möchte hinweisen, dass ich etwa 45, 50 Minuten zu diesem Dokument sprechen werde und anschließend haben wir die Möglichkeit, ergiebig miteinander ins Gespräch zu kommen. Am 18. Dezember, wir haben es bereits gehört, im abgelaufenen Jahr veröffentlichte der Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre im Vatikan, Victor Manuel Kardinal Fernandez, der erst sehr jung im Amt ist, praktisch seit gut 2 Monaten im Amt war, die Erklärung Fiducia Supplicans, im Deutschen das flehende Vertrauen, mit der er über die pastorale Sinngebung von Segnungen für Menschen in irregulären Beziehungen und für gleichgeschlechtliche Paare spricht. Das heißt, er setzt zwei betroffene Menschengruppen nebeneinander, Menschen in irregulären Beziehungen und die gleichgeschlechtlichen Paare, die er gesondert nennt. Und ich denke, dass das wichtig ist, dass wir das hören. Was sind irreguläre Beziehungen? Wir werden dann noch darauf eingehen, obwohl nicht wirklich ergiebig darauf eingegangen wird. Es sind die Beziehungen, die sich ergeben für Menschen, die nicht heiraten, Menschen, die in Trennung leben und neuerlich oder auch in Scheidung leben, neuerlich Beziehungen eingehen und einen Segen für solche Situationen erbitten. Und es sind auch Menschen, das ist mir bewusst geworden in der Diskussion mit afrikanischen Kollegen, insbesondere Damebeziehungen. Etwas, was uns überhaupt nicht vor Augen steht. Das Problem polygamer Beziehungen, wenn man mit den Afrikanern diskutiert, dann zumindest mit denen ich diskutieren konnte, dann war für diese Menschen die Frage nach der Segensmöglichkeit von polygamen Beziehungen wichtiger als Anfrage, als die Frage nach der Segnung von gleichgeschlechtlich Liebenden. Also eine ganz spannende schon Weitung unserer Fragestellung und des Themas. Ich will gleich am Beginn unterstreichen, dass es sich um ein zustimmendes Dokument handelt, wenngleich es gilt, viele Differenzierungen, nicht nur Differenzierungen, sondern wirklich viele Differenzierungen. Warum ich das so positiv sehe, was verwundern mag, gleich am Beginn, werde ich durch meine Ausführungen deutlich machen. Das Dokument reagiert auf Anfragen, die an das Dikasterium herangetragen worden waren. Und es ist deshalb wichtig festzuhalten, es sagt das Dokument ja selber, weil dieses Schreiben nämlich als ein notwendiger Schritt bezeichnet wird und ausgewiesen wird und
Dieser Schritt wird auch von Experten begleitet. Es wird zwar nicht gesagt, von welchen Experten, aber offensichtlich wurden hier auch Experten eingebunden. Der Kongress der doktrinären Sektion des Dikasteriums, also die für die Glaubenslehre zuständige Abteilung im Dikasterium, hatte schon lange diese Frage auf dem Schirm. Und nun ein Ergebnis erarbeitet und ratifiziert, bevor es Papst Franziskus dann zur Veröffentlichung freigeben konnte. Es wird im Dokument festgehalten, dass Papst Franziskus selbst auch in den Werdegang des Dokumentes eingebunden war. Entscheidend ist, dass dieses Dokument, diese vorliegende Antwort, wenn man so will, auf Dubia reagiert, also auf angemeldete Zweifel gegenüber deren Äußerungen, die auch vom Papst selber und dem Dikasterium gekommen sind und die jetzt helfen sollen, eine Klärung herbeizuführen. Diese Anfrage, und das scheint mir schon wichtig zu sein, sind insbesondere von höchsten Vertretern der Kirche gekommen. Also wir wissen ja um die Anfrage der von drei gewichtigen Kardinälen, die den Papst herausgefordert haben, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Aber nicht nur diese Anfrage war maßgeblich, sondern bereits seit vielen Jahren. Und ich weiß darum, seit vielen Jahren gibt es bei den Ad limina-Besuchen der Bischöfe immer wieder, und zwar der Bischöfe aus aller Welt, immer wieder Diskussionen in der damals noch Kongregation bezeichneten Dikasterium um die Einordnung dieser Fragestellungen. Und es ist von den vatikanischen Behörden Unterschiedliches deutlich geworden. Nicht einerseits Ablehnung, auch dann kommunizierte Ablehnung, andererseits aber doch auch Wohlwollen der Frage gegenüber. Sodass also nicht ganz deutlich war, wie verhält sich eigentlich das Lehramt zu dieser Frage. Und auch Papst Franziskus hat sich ja irgendwie positiv zur Frage nach der Segensmöglichkeit von gleichgeschlechtlichen Personen geäußert. Aber es ist immer etwas auch im Vage geblieben, wie er das versteht und wie man das dann auch in die Praxis umsetzen kann. Mein Buch, von dem schon die Rede war, ist ja ein Ergebnis eines längeren Diskussionsprozesses, der schon 10 Jahre zurückgeht. Und wir dokumentieren hier eine Auseinandersetzung. Dieser Hinweis ist auch wichtig, um zu sehen, wie viel sich eben getan hat. Und in meinem Vorwort beschreibe ich vor allem eben auch die Auseinandersetzung unter den Bischöfen und Kardinälen und zitiere auch deren Äußerungen, die sozusagen für uns Theologen und Theologinnen ein Impuls war, uns diesen Fragestellungen zu widmen. Denn wenn Bischöfe sagen, es braucht eine Klärung, dann kann das von Theologen und Theologinnen als Auftrag verstanden werden, darüber nachzudenken. Das entscheidende Ja des Dikasteriums und das Dokument will ja sich so verstehen. Ich spreche jetzt vom Dokument aus. Das Dokument will sozusagen sich positiv verstehen. Deswegen sage ich, das entscheidende Ja des Dikasteriums ermöglicht nun die Segnung von Paaren in irregulären Situationen und gleichgeschlechtlichen Paaren. Und es wird ausdrücklich dazu gesagt, ohne deren Status offiziell zu konvalidieren oder die beständige Lehre der Kirche über die Ehe in irgendeiner Weise zu verändern. Hier tut sich gleich auch schon eine Spannung auf, über die ich mich jetzt des Weiteren nicht beschäftigen werde, aber ich will es angesprochen haben, dass hier doch eine sehr gewichtige Spannung zu suchen ist. Diese Ermöglichung also wird als ein Geschenk an das gläubige Volk verstanden. Ich komme dann später noch auf die Betroffenen zu sprechen und wir werden sehen, dass von vielen das nicht einfach nur als Geschenk empfunden wird. Auch das muss natürlich angesprochen sein, aber ich zitiere es bewusst, dass der Vatikan, und wir werden vielleicht nachher dann auch noch verstehen, warum, es auch als Geschenk versteht.
Mit dieser grundsätzlichen Ermöglichung sind zugleich aber auch Einschränkungen und Bedingungen verknüpft, über die wir auch sprechen werden müssen. Was sagt nun das Dokument? Ich möchte in einem ersten Schritt das Dokument darstellen, weil mir scheint, dass es wichtig ist, dass wir den Inhalt des Dokumentes vor Augen bekommen. Das Dokument wird in 45 Punkten entfaltet. Nach einer Einführung Nummer 1 bis 3 wird in Kapitel 1 der Segen in Verbindung mit dem Sakrament der Ehe erläutert. In Kapitel 2, die Nummern 4 bis 30, folgt die Beschreibung verschiedener Segnungen, wobei zwischen einem liturgischen Segen beim Empfang eines Sakramentes und einem einfachen Segen unterschieden wird, der pastorale Bedeutung hat. Das will das Novum dieses Dokumentes sein. Ich sage es bewusst so in meiner Formulierung, hören Sie schon, will es sein. Ich werde das dann nachher auch etwas in Frage stellen. Das Dikasterium reserviert den liturgischen Segen für solche sexuelle Beziehungen, die innerhalb der Ehe gelebt werden und sittlich erlaubt sind, so in Nummer 11. Die Bezeichnung sexuelle Beziehungen befremdet hier. Gleichzeitig will das Dikasterium die Gefahr vermeiden, Segen allein auf solche Situationen zu reduzieren, denn das würde dazu führen, zu beanspruchen, ich zitiere, für einen einfachen Segen dieselben moralischen Bedingungen zu verlangen, wie sie für den Empfang der Sakramente gefordert werden. Es soll damit die bedingungslose Kraft der Liebe Gottes nicht in den Schatten gestellt werden, die jeder Geste des Segnens innewohnt, so wird in Nummer 12 festgehalten. Um der Ermöglichung des Segens durch den Papst einen Weg zu bahnen, legt das Dikasterium ein umfassenderes Verständnis der Segnungen vor, das dann im Folgenden entfaltet wird. Also der Anspruch des Dokumentes ist es, ein umfassenderes Verständnis des Segnens und der Segnungen vorzulegen. So folgt als nächster Schritt in diesem Schreiben der Hinweis auf Segnungen in der Heiligen Schrift. Das sind die Nummern 14 bis 19. Und zwar, weil die Stimme der Schrift, ich zitiere, erleuchtet, heißt also Erkenntnis schenkt. Zunächst wird der prominenteste Segenstext der Heiligen Schrift in Erinnerung gerufen, der Aaronsegen. Wir kennen ihn, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, etc., dem ein absteigender Charakter zugeschrieben wird, da er eine Anrufung des auf den Menschen herabkommenden Segens darstelle. Dem wird eine zweite Art, nämlich Segen mit aufsteigendem Charakter gegenübergestellt, mit dem Gott gelobt und gefeiert, für seine Barmherzigkeit und Treue und für seine Wunder gedankt wird, wie es etwa die Formulierung Psalm 103,1, preise den Herrn meine Seele und alles in mir seinen heiligen Namen zum Ausdruck bringt. Der Mensch antwortet also auf das Segnen Gottes mit seinem Segnen. Es werden verschiedene Beispiele genannt, die Nummer 16, wie zum Beispiel das Segnen der biblischen Personen Mose und Aaron. Ich zitiere, es wird dann festgehalten, diese Segnungen erscheinen als ein überreiches und bedingungsloses Geschenk. Wir verstehen, dass diese Texte, die zitiert werden und diese Begründung sozusagen die Sichtweise des Heiligen Vaters sind, um das Ja zu diesen Segnungen auszusprechen. Im weiteren Schritt im Neuen Testament setzt sich in Jesus Christus dieses Segensverständnis fort, wird festgehalten, wenn einerseits Jesus dankt und andererseits Gnade, Schutz und Güte auf andere herabruft. Dabei wird auch auf die Himmelfahrtsszene verwiesen, in der Jesus die Seinen zurücklassend und in den Himmel auffahrend segnet. Die Zitat der Himmelfahrtsszene hat mich besonders gefreut, weil ich sie in einem Beitrag schon einmal ausgewertet und ausgelotet habe.
der Begriff dort, den Jesus verwendet oder der Jesus sozusagen zugeeignet wird in der biblischen Sprache, heißt Eulogen. Also wir im Deutschen sagen einfach, Jesus fährt in den Himmel auf, indem er segnet. Der biblische Begriff heißt Eulogisieren, das heißt Lobpreisen sprechen über die Zurückbleibenden. Dann kann ich fragen, ja, was hat er denn gesagt? Und ich habe dort in meiner Publikation, in der Festschrift für Bischof Ludwig Schwarz, sogar einen Vortrag gemacht, was Jesus gesagt haben könnte. Und das ist nämlich spannend, weil es nämlich die Einsegnung der werdenden Kirche ist. Die Befähigung zur Befähigung, Kirche zu sein. Das zu tun, was er selbst getan hat. Also exegetisch finde ich diese Stelle hochspannend und interessant. Von entscheidender Bedeutung scheint mir nun die Aussage in der Nummer 19, dass Gott in seinem Mysterium der Liebe seiner Kirche durch Christus die Segensvollmacht mitteilt. Der Segen, den Gott den Menschen gewährt und der von ihnen an ihre Nächsten weitergegeben wird, verwandelt sich in Integration, Solidarität und Stiftung von Frieden. Hier sind nicht nur Amtsträger gemeint, der Kirche und allen derer, die als Kirche handeln, also der Segen, den Gott den Menschen gewährt. Und deswegen scheint mir das eine wertvolle, offene Beschreibung zu sein. Ich zitiere weiter: Dieser Segen ist eine positive Botschaft des Trostes, der Fürsorge und der Ermutigung. Der Segen drückt die barmherzige Umarmung Gottes und das Muttersein der Kirche aus, die die Gläubigen einlädt, ihren Brüdern und Schwestern gegenüber die gleiche Herzenshaltung wie Gott zu haben. Also ein jetzt für das grundsätzliche Segensverständnis, wie ich meine, wertvoller theologaler Text. Ausgehend von dieser biblischen Grundlegung wird ein pastorales Verständnis von Segnungen entwickelt in den Nummern 20 bis 30. Mit dieser Differenzierung hofft das Dikasterium im Sinne des Papstes, einen Weg eröffnen zu können, um den erbetenen Segen für irreguläre Situationen und gleichgeschlechtliche Paare zu ermöglichen. Das Wesen solcher Segnungen würde mit der Bitte verbunden, besser leben zu können, das Vertrauen auf einen Vater, der uns helfen kann, eben zu fördern, um besser zu leben. Ich zitiere: Menschen, die spontan kommen, um einen Segen bitten, zeigen mit dieser Bitte ihre aufrichtige Offenheit für die Transzendenz, das Vertrauen ihres Herzens, dass sie nicht nur auf die eigene Kraft vertrauen, ihr Bedürfnis nach Gott und ihren Wunsch, aus den eigenen Grenzen dieser in ihren Beschränkungen eingeschlossenen Welt auszubrechen. Was wir hier mit dieser Bitte natürlich deutlich im Auge haben müssen, dass Menschen angesprochen sind oder in Blick genommen sind, die sich aus einer gewissen Not heraus sozusagen in die Segensbitte oder in die Bitte der Haltung begeben. Ich sage nachher noch etwas zu dieser Feststellung. Ein solcher Segen, so das Dokument, habe außerhalb eines liturgischen Rahmens, also im Bereich von Andachtsübungen, seinen Platz und sollte deswegen nicht gering geachtet werden. Also hier bittet der Papst, diese Segensermöglichung positiv zu werten, ist nicht gering zu achten, auch wenn es nicht in der Liturgie geschieht, sondern eben in so etwas wie Volksfrömmigkeitsausdruck oder wie wir es auch sagen können, in einer Andachtsübung. Er sagt dann nämlich ausdrücklich, vielmehr sollen so die Schätze der Volksfrömmigkeit richtig und weise erschlossen und die in ihnen ruhenden Kräfte entfacht werden. Hier folgt dann die zu beachtende Formulierung, ich zitiere, die Segen werden so zu einer pastoralen Ressource, die es zu nutzen gilt und nicht zu einem Risiko oder zu einem Problem.
Dem kann ich sehr zustimmen. Könnte ungemein viele positive Erfahrungen dazu benennen und erzählen. Und gleichzeitig habe ich ganz große Bedenken mit dieser Aussage, mit dem, was eingeschränkt wird. Im Folgenden wird das Wesen eines pastoralen Segens erörtert, der sich von liturgischen Handlungen unterscheidet und für den eine umfassende moralische Analyse keine Vorbedingung zu sein braucht. Und hier hören wir wieder, immer wieder diese Prüfung der moralischen Situation. Und das ist ein Knackpunkt in der Bewertung natürlich, weil hier zu verschiedenen pastoralen Situationen derselbe Maßstab angelegt wird. Und ich komme später dann nochmal darauf zurück. Auf diese Weise können Menschen einen Segen empfangen, die, ich zitiere, nicht eine falsche Vorstellung von der Ehe vermitteln und die sich in Situationen befinden, die aus objektiver Sicht moralisch inakzeptabel sind, ohne aber einfach Sünder zu sein. Also diese Dimension des inakzeptablen moralischen Lebens einerseits und gleichzeitig doch segensfähig oder fähig zu sein für den Segensempfang, das ist eine Spannung, von dem das gesamte Dokument getragen ist. Aus diesem Grunde sagt der Kardinalpräfekt des Dikasteriums, Fernandes, habe Papst Franziskus bereits am 2. Dezember 2020 in einer Katechese einen solchen pastoralen Segen vorgeschlagen. Das heißt also, die Idee zu diesem Jahr, grundsätzlichen Jahr, ist bereits älter. Und bei diesem Segen kann jeder einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen seinen Lobpreis und seine Dankbarkeit zu Gott erheben. Und hier habe ich eine interessante Beobachtung, die doch dann für die Einordnung später wichtig wird. Hier kann jeder einzeln oder in Gemeinschaft, denn dort, wo etwas in Gemeinschaft geschieht, ist es nicht mehr nur privat oder nicht mehr nur pastoral. Wie ich meine, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, der in Nummer 27 bis 29 entfaltet wird. Auch wenn es sinnvoll sei, dass solche Segnungen für alle möglichen Angelegenheiten offiziell genehmigt würden, heißt es dann, könnten Klugheit und pastorale Weisheit unter Ausschluss schwerer Formen des Skandals oder der Verwirrung unter den Gläubigen es nahelegen, dass der Priester oder ein anderer Amtsträger der Kirche sich dem Gebet dieser Personen anschließt, die, obwohl sie sich in einer Verbindung befinden, die in keiner Weise mit der Ehe verglichen werden kann, sich dem Herrn und seiner Barmherzigkeit anvertrauen, seine Hilfe erflehen und zu einem besseren Verständnis seines Plans der Liebe und der Wahrheit geführt werden wollen. Hier haben wir ein Zitat, das eingefangen ist gleich am Beginn mit diesen Gedankenstrichen, unter Ausschluss schwerer Formen des Skandals oder der Verwirrung unter den Gläubigen. Dieses Zitat ist hier nicht ausgewiesen, aber das stammt aus De Benedictionibus, wo in der Nummer 16 scheint mir oder 13 festgehalten wird, dass es Segnungen gibt, für die noch kein Formular vorgesehen werden kann. Und dass es Segenssituationen gibt, in denen tatsächlich Segnende noch pastoraler prüfen sollen, ob es angemessen erscheint oder nicht angemessen erscheint. Und dass das Kriterium dafür ist, ob ein Segen für Personen Skandal hervorruft oder nicht. Das ist dort schon grundgelegt und das ist übrigens ein Text, der 1988 bereits publiziert wurde. Also von daher wird hier auch auf ein älteres Erwägen auch schon zurückgegriffen. In Kapitel 3
werden dann die Segnungen von Paaren und irregulären Situationen und von gleichgeschlechtlichen Paaren angesprochen. Und hier wird neben der grundsätzlichen Ermöglichung einer solchen pastoralen Segnung auch eine Einschränkung gemacht, dass deren Formen auch von kirchlichen Autoritäten nicht rituell festgelegt werden dürfen. Also hier haben wir sozusagen eine kirchenrechtliche, wenn man so will, eine rechtliche Festlegung oder Äußerung, sagen wir so, dass liturgische Formen nicht gesucht oder nicht approbiert werden dürfen. Denn sie seien Ausdruck der Bitte an Gott, jene Hilfen zu gewähren, die aus den Anregungen seines Geistes hervorgehen, die die klassische Theologie helfende Gnaden nennt, damit die menschlichen Beziehungen in der Treue zur Botschaft des Evangeliums reifen und wachsen, sich von ihren Unvollkommenheiten und Schwächen befreien und sich in der immer größeren Dimension der göttlichen Liebe ausdrücken können. Zitat Ende, Soe Nummer 31. Der Rückgriff hier auf einen Begriff der scholastischen Theologie mit den helfenden Gnaden, der freut mich, weil ich dann die scholastische Theologie fragen darf, was hat sie eigentlich gemeint? Und ich komme dann noch einmal darauf zurück. Die eigentliche Wesensbeschreibung dieses sogenannten pastoralen Segens erfolgt dann in Nummer 33. In einem solchen Segen verbindet sich das Gebet der Fürbitte mit der Anrufung der Hilfe Gottes durch diejenigen, die sich demütig an ihn wenden. Dieser Segen ist ein Mittel, um ihr Vertrauen in Gott zu stärken. Auch dieser Begriff Mittel ist scholastischer Natur und auch da wird sich mein weiteres Arbeiten noch damit beschäftigen. Erwarten Sie aber nicht, dass ich Ihnen heute schon alles dazu vorlegen kann. Ich zitiere weiter die Aussage, den Samen des Heiligen Geistes, der in solchen Akten wird, gilt es zu nähren. Nummer 33. Und dann finde ich auch beachtlich die Aussage, Seelsorger, vielleicht würden wir hier in unserem Kontext Seelsorgende sagen, sollten darin geschult sein, spontan Segnungen auszusprechen, die nicht im Benediktionale zu finden sind. Ist doch auch eine bemerkenswerte Aussage, die nicht unbedeutend ist. Der Papst meint, dass solche nicht ritualisierte Segnungen nicht aufhören, eine einfache Geste zu sein, die ein wirksames Mittel ist. Ein wirksames Mittel. Auch das wiederum ein Begriff der scholastischen Theologie, um das Gottvertrauen der Bittenden zu stärken und dass sie dennoch nicht zu einem liturgischen oder halbliturgischen Akt werden, der einem Sakrament ähnelt. Es muss nicht alles, so weiter, was Teil einer praktischen Unterscheidung angesichts einer Sondersituation ist, in die Kategorie einer Norm erhoben werden, meint der Papst. Und das hat er ja schon früher auch schon kundgetan. Schließlich erfolgt dann in der Nummer 38 eine prägnante Beschreibung des Vollzugs einer spontanen Segnung, der ein kurzes Gebet vorausgehen kann, in dem, und das ist jetzt doch spannend, in dem der geweihte Amtsträger, also interessant ist, dass hier nicht ein Gläubiger genannt wird, Glaubende, sondern der geweihte Amtsträger, also die Amtshandlung, um Frieden, Gesundheit, einen Geist der Geduld, des Dialogs und der gegenseitigen Hilfe für die Bittenden bitten könnte. Das sind immerhin vier gewichtige Inhalte eines Benediktionsgebetes. Aber auch um Gottes Licht und Kraft, um seinen Willen voll zu erfüllen. Also mit diesen fünf Motiven lässt sich ein Formular gestalten. Auch wenn es hier nicht intendiert ist, es wird dann ausdrücklich dazu gesagt, zeitlich und örtlich soll ein solcher Segen nicht mit anderen offiziellen Vollzügen, wie zum Beispiel einer zivilen Hochzeit und Ähnlichem, verbunden werden, eher mit Wallfahrten oder ähnlichen Situationen, das heißt also pastoralen Situationen. Im abschließenden vierten Kapitel wird auf die Kirche als Heilszeichen und Sakrament der unendlichen Liebe Gottes verwiesen,
durch das Segen vermittelt und erfahrbar gemacht werden kann, sind in der Nummer 42 bis 45 allgemeine Aussagen, denen wir ja gerne zustimmen, weil sie ja wichtig sind und wertvoll. Nun, soweit zu den Grundaussagen des Dokumentes. Nun zu den Reaktionen und zur neuerlichen Erläuterung. Aufgrund der weltweit erfolgten Reaktionen, und die waren heftig. Ich weiß inzwischen auch von Rom her, dass man mit diesen Reaktionen nicht gerechnet hat. Sowohl von Bischofskonferenzen, die geprägt sind von kategorischer Ablehnung, geprägt sind von Häresievorwürfen, von Genugtuung andererseits über die Ermöglichung und vom Bedauern auch über eine unzureichende Lösung der Frage, sah sich nun das Dikasterium genötigt, einige Fragen zu präzisieren und legte am 4. Januar 2024 in einer Pressemitteilung über die Rezipierung der Erklärung Fiducia Supplicans einige Klarstellungen vor. Gestern ist im Newsletter des Vatikan beziehungsweise auch in der Capres veröffentlicht worden die angebliche Begegnung des Vertreters aus Afrika, der nach Rom gereist ist, um in wirklich aufgebrachter Weise sozusagen in Rom diese Fragestellung zu besprechen. Und solche Dinge muss man hier natürlich mit bedenken und mit im Blick haben, weil ja sonst eigentlich im Dokument schon gesagt worden ist, man wird dazu nicht mehr Stellung nehmen. Also, es wird jetzt nachgeliefert eine Klarstellung, worin festgehalten ist, dass erstens die Lehre der Kirche über die Ehe nicht verändert wird. Ein zweites, dass kein liturgischer Ritus ermöglicht wird, der diesbezüglich Verwirrung stiften könnte. Hier wird auf den Benediktionibus wieder verwiesen, nicht, dass die Ermöglichung nach wie vor Verwirrung stiften würde. Drittens, dass die Kirche nicht befugt sei, gleichgeschlechtliche Verbindungen mit einem liturgischen Segen zu segnen. Hier haben wir zum Unterschied der Erklärung vom März 2022 die Differenzierung. Dort wurde gesagt, die Kirche ist nicht ermächtigt, Segnungen vorzunehmen. Jetzt wird differenziert zwischen pastoralem Segen und liturgischem Segen. Und viertens, dass keine außereheliche Beziehung gesegnet werden könne, die sich als Ehe oder außereheliche sexuelle Praxis ausgibt. Auch hier wieder der Begriff der sexuellen Praxis. Hier sind insbesondere, wenn es um Afrika geht, natürlich im Bereich der irregulären Situationen die bereits angesprochenen polygamen Beziehungsformen im Blick zu nehmen, die nicht legitimiert werden dürften. Wobei, wenn man sich das Dokument der Afrikanischen Bischofskonferenz und der Bischöfe von Madagaskar anschaut, dann geht es dort im Wesentlichen um die Frage der Homosexualität, interessanterweise. Das Dikasterium gesteht mit dieser Erläuterung aber auch zu, dass die Dokumente des Dikasteriums unter praktischen Aspekten mehr oder weniger Zeit für ihre Anwendung, je nach den örtlichen Gegebenheiten und dem Urteil des jeweiligen Diözesanbischofs in seiner Diözese benötigen. Also das ist jetzt sehr spannend. Das Dikasterium ermöglicht eine Praxis. Und aufgrund der Reaktionen kommt jetzt eine Einschränkung und sagt, dort, wo es eben zu Konflikten führen würde, kann man sozusagen sich Zeit lassen und soll das Urteil des Diözesanbischofs ein gewichtiges Wort haben. Um einem vom Papst approbierten Text entsprechend mit Respekt begegnen zu können, wird entsprechende Zeit der Aneignung ermöglicht. Nicht, also das ist ja auch spannend, nicht, also Rom sieht, da gibt es Teile der Weltkirche, die können nicht mit. Ganz klar. Und jetzt sagen sie, gut, dann wird es Zeit brauchen. Das heißt also, hier wird dann nicht einfach gesagt, du hast das dann zu akzeptieren,
sondern wie man es vermutlich auch im familiären Kontext, im verwandtschaftlichen Kontext oder im Freundeskreis machen würde, wenn man wirklich aufeinander gerät mit Positionen, dass man sich Zeit gibt füreinander. Und es wird hier gesagt, es soll der Raum geschaffen sein für zunächst nur private Handhabung der Segenspraxis. Den Diözesanbischöfen wird allerdings die Umsetzung anvertraut und die Findung der entsprechenden Praxis überantwortet. Das heißt, es wird nicht gesagt, jetzt sei das wieder sozusagen ins Waage gestellt, sondern den Diözesanbischöfen wird schon der Auftrag gegeben, eine entsprechende Praxis zu suchen. Und ich weiß aus dem Gespräch mit Bischöfen, dass manchen das gar nicht gefällt. Nicht, weil es doch auch dann heißt, ein klares Bekenntnis zu besprechen. Es wird auch die unterschiedliche Situation in den verschiedenen Kontexten der Kirche auf den verschiedenen Kontinenten verwiesen, in denen die Frage der Homosexualität und der irregulären Beziehungen anders bewertet werden. In solchen Gegebenheiten sollte der große und weitreichende pastorale Auftrag erkannt und wahrgenommen werden, die Ausbildung und die Strategien umfasst, die ihrerseits keine Eile zulassen. Das heißt also, hier wird einfach zugestanden, dass man diese Fragestellung nicht einfach über das Knie brechen kann. Das eigentlich Herausfordernde sei in der Differenzierung von Segnungen zu sehen, die neben den liturgischen nun auch deutlicher die spontane und seelsorgerisch motivierte unterscheiden möge. Diese innovative Sicht der pastoralen und volksnahen Bedeutung der Segnungen möge so diese Presseerklärung als Weiterentwicklung verstanden und akzeptiert werden, um das klassische Verständnis von Segnungen zu erweitern und zu bereichern. Also die Presseerklärung wirbt noch einmal für die Annahme. Man möge auf Polemik verzichten, um zu einer gelassenen Reflexion mit dem ideologiefreien Herzen eines Seelsorgers zu finden. Deswegen möchte ich heute auch auf Polemik verzichten, ohne dass Sie merken, ohne dass ich nicht doch differenziere. Das Schreiben akzeptiert damit, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, das Schreiben akzeptiert damit die Ungleichzeitigkeit, durch die einige Bischöfe diese Segnungen noch nicht praktizieren lassen können. Es erinnert zugleich an die pastorale Absicht des Papstes, ein umfassenderes Verständnis des pastoralen Segens zu entwickeln und ruft das Ja des Papstes zur Segensmöglichkeit ins Gedächtnis. Soweit. Ja, vielleicht noch ein letztes. Um diesem Anliegen zu entsprechen und zugleich dessen Akzeptanz zu fördern, legt das Schreiben für diese kurze Form ein Beispiel für ein geschiedenes Paar in einer neuen Beziehung vor. Also es greift eine pastorale Situation auf, offensichtlich als ein Paar, das sich einem Priester gegenüber äußert und die Situation beschreibt. Und dann wird dieses Beispiel ausgeführt, wird gesagt, dass dann der Priester dieses Paar segnen könne. Und dann wird ein Segenstext vorgestellt, der aus zwei substanziellen und inhaltsstarken Sätzen besteht, denen dann das Kreuzzeichen jeweils über die beiden folgen soll. Und dieses Gebet lautet: Herr, schau auf diese deine Kinder, gib ihnen Gesundheit, Arbeit, Frieden und gegenseitige Hilfe. Vier fürs gelingende Leben ungemein hohe Werte. Befreie sie von allem, was deinem Evangelium widerspricht, und gib ihnen, dass sie nach deinem Willen leben. Und dann sollen beide gesegnet werden. Eine solche Angelegenheit, heißt es, kann 10 bis 15 Sekunden dauern. Hier haben wir es mit einer sehr missverstandenen Formulierung zu tun. Ich habe sie bewusst hier so eingeführt,
weil nämlich von vielen Rückmeldungen sozusagen gesagt wurde, auch in einer gewissen Lächerlichkeit gesagt wurde, jetzt wird der Segen auf 10 bis 15 Sekunden reduziert. Das ist hier so nicht gesagt, sondern diese Formulierung, nicht diese Angelegenheit dieser Formulierung, und dafür braucht man tatsächlich nicht länger. Aber ich komme dann nochmal darauf zurück, der pastorale Vorgang ist ein ganz anderer. Ein solcher Segen, auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren, sollte nicht an einem wichtigen Platz im Kirchengebäude oder vor dem Altar stattfinden, denn dies würde Verwirrung stiften. Er stelle keinen Weiheakt dar und heißt die Art der Verbindung nicht einfach gut. Solche Segnungen beinhalten weder eine Absolution noch eine Legitimation. Solche Segnungen können auch Menschen empfangen, heißt es, die in Sünde leben. Und hier spüren wir wieder diese Spannungen im Umgang mit der Frage, warum überhaupt Segen? Und zum Schluss wird festgehalten, das Mittel zur Vermittlung dieses gesamten Anliegens ist eine gute Katechese. Dem stimme ich auch gerne zu, sie soll aber gut sein. Damit komme ich zur Auswertung. Ich möchte jetzt im Folgenden einige pastorale, liturgietheologische und sakramententheologische Reflexionen oder Ansätze von Reflexionen vorstellen. Und da komme ich auf einige schon Punkte zu sprechen, auf die ich schon hingewiesen habe. Um eine Bewertung dieser beiden Dokumente und vor allem auch der weltweiten Reaktionen, auf die ich im Einzelnen nicht eingehe, darauf vornehmen zu können, möchte ich Themen herausgreifen, die mir jetzt wichtig erscheinen. Ein erstes, das grundsätzliche Ja zur Segnung. Zuallererst ist zu unterstreichen, wie wichtig das grundsätzliche Ja des Papstes zur Segensmöglichkeit von Menschen in irregulären Situationen und für homosexuelle Paare ist. Beides muss man nennen. Nicht nur für gleichgeschlechtlich Liebende, sondern auch für irreguläre Situationen. Für uns im europäischen Kontext ist offensichtlich die Segnung von wiederverheirateten Geschiedenen schon so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr darüber diskutieren. Will ich in Erinnerung rufen. In den ganzen Wortmeldungen, die ich wahrgenommen habe, spielt das so gut wie keine Rolle. Sondern man konzentriert sich auf die Frage der gleichgeschlechtlich Liebenden. Es ist, wie ich meine, deutlich, eindeutig ein Durchbruch, wenn der Papst in dieser Form ein Ja ausspricht. Damit wird die moraltheologische und die beziehungsethische Einordnung und Bewertung des Lebens neu in den Blick genommen. Nachdem im Oktober 23 die erste Sitzungsperiode der Weltsynode abgeschlossen wurde, müssen nun die Vorbereitungen für die nächsten Schritte unter diesem neuen Vorzeichen geschehen. Und ich glaube, dass man sagen kann, aus den ganzen Rückmeldungen, die wir wahrgenommen haben, und auch meiner Einschätzung zufolge, dass die Synode sonst nicht zu einer Lösung gekommen wäre. Wenn man sich die Diskussion auf den Synodentischen anschaut, diese Frage würde die Synode nicht klären. Die Erwartung, glaube ich, wäre zu hoch. Insofern meine ich, dass dieses grundsätzliche Ja des Papstes ein Instrument der Voraussetzung für die nächste Arbeit ist. Zur Frage nach dem spontanen und pastoralen Segen. Wer bisher in der pastoralen Arbeit offen für die Situationen und Nöte der Menschen war, wird den pastoralen Segen immer schon praktiziert haben. Also insofern erkenne ich darin überhaupt nichts Neues. In diesem Sinne ist also nichts Neues darin zu erkennen. Neu jedoch ist, dass damit einer Lebensform ein Zuspruch unter der Anrufung Gottes ermöglicht wird, die bislang vom römischen Dikasterium für die Glaubenslehre nicht als erlaubt angesehen wurde. Das heißt, dieses schlanke Ja, ich bezeichne es mal so, dieses schlanke Ja dürfen wir nicht als Ja übersehen.
Dies trifft für geschiedene Wiederverheiratete genauso zu wie für Menschen in polygamen Beziehungen oder für homosexuelle Paare. Wenn im pastoralen Gespräch Not angesprochen, das Ringen um den rechten Weg im Miteinander erwogen und das Bestehen von Herausforderungen jeglicher Art in Blick genommen wurden, legte sich auch bisher der angebotene oder erbetene spontane pastorale Segen nahe. In diesem Segen wird die gnadenvolle Hilfestellung Gottes erbeten und der Heilige Geist als Tröster und Helfer in allen Nöten angerufen. Und das Beispiel, das das Dikasterium in seiner Presseaussendung vom 4. Januar 2024, das ich erwähnt habe, anführt, führt sich nahtlos in diese Erfahrungen von Seelsorgenden ein. Wenn ich ein pastorales Gespräch habe, könnte hier eine Situation schildern, wie ich das letzte Mal hier in Wien war, stehe ich vor dem Haus unten vor der Elisabethkirche des Deutschen Hauses, spricht mich ein jüngerer Mann an und erzählt mir seine Lebenssituation. Und am Schluss sagt er, ob ich ihn segnen könnte. Und natürlich segne ich ihn. Und dann, ausgehend vom Gespräch, formuliere ich das Segensgebet. Ich habe ihm sogar die Hände auf das Haupt aufgelegt, habe ihn gesegnet, wir waren eine Weile auch miteinander still. Und dann hat er sich bedankt und ist gegangen. Das ist pastoraler Segen, der immer schon wertvoll war. Oder wenn die Krankenhausseelsorgerin ein pastorales Gespräch am Krankenbett führt und anschließend segnet, dann ist dasselbe damit gemeint. Also den Wert dieses Segnens sollten wir im Auge haben. Und auch diese Einschränkung der 10 bis 15 Sekunden, den sollten wir nicht zu hoch hängen. Der ist, vielleicht ist er auch einfach passiert im Wahrnehmen auch des Widerstandes, der gerade auch von der afrikanischen Kirche gekommen ist. Indem man relativieren wollte, und doch Frieden bewahren will. Nicht? Denn das, was wir derzeit erleben, diese heftige Diskussion, ist schon auch eine Herausforderung für den Frieden der Kirche. Ich meine, das höchstrangigste Kardinäle dem Papst Häresie vorwerfen, da weiß ich jetzt nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Nicht, also das sind schon ganz gewichtige Vorgänge, wie es hier gilt, im Blick zu haben. Und der eigentliche Segenstext bei liturgischen Handlungen muss auch nicht notwendigerweise länger dauern. Wenn wir die Vergebungsformel und Versöhnungssakrament anschauen, dann ist das auch ein sehr, sehr kurzer Hochgebetstext. Wichtig, wie mir scheint, ist der gesamte Zusammenhang des pastoralen Ereignisses. Und zur Unterscheidung zwischen liturgisch und spontan und pastoral. Es fällt auf, dass das Dikasterium eine neue Unterscheidung einführt zwischen liturgisch, gemeint ist innerhalb einer liturgischen Feier, und pastoral, gemeint ist die spontane Bitte oder Reaktion in einer pastoralen Situation außerhalb der Liturgie, so wie ich es am Beispiel vorhin erläutert habe. Der Priester handelt mit seinem amtlichen Auftrag und daher ist die Frage, ob es sich dabei nicht doch um eine Sakramentalie im scholastischen Sinne handelt, die ein wirksames Mittel von Gottes Wirken ist, angebracht. Und das wird Konsequenzen haben, wenn wir dabei zu einem wertvollen, auch zu einem wertvollen Ja finden. Verweise da auf die grundlegenden Ausführungen von Reinhard Messner, der ja zu dieser Frage der Sakramentalien ganz Wichtiges gesagt hat. Die nunmehr ermöglichten Segnungen sollen nicht im Rahmen eines liturgischen Ritus vollzogen werden, der mit seiner performativen Dimension auch als eine Einsegnung in eine neue Lebensweise verstanden würde, so wie ich es ja auch in dem Buch vorgeschlagen habe. Sie werden vielmehr als ein Vollzug der Volksfrömmigkeit, als eine Andachtsform bezeichnet, sodass sich die Frage stellt, wie solche Andachten oder auch Akte der Andacht als Gottesdienst eingestuft werden. Professor Winfried Haunerland, der im letzten Jahr gestorben ist, hat im Rahmen seiner Antrittsvorlesung in München die Frage nach alten und neuen Formen gemeinschaftlichen Betens gestellt
Und diese terminologisch abgegrenzt von der offiziellen Liturgie. Er subsumiert unter diese Formen die Pia Exercitia, also Gottfrömmigkeitsformen, die eine große Vielfalt neben der offiziell approbierten Liturgie hinaus darstellen. Diese Formen lehnen sich zwar an Liturgie an, ohne an deren Formen und Inhalte gebunden zu sein. Diese gottesdienstlichen Formen, ein Begriff, der im deutschen Sprachraum zur Verfügung steht, gottesdienstliche Formen, das kennt man in anderen Sprachregionen nicht so in dieser Differenzierung, sind wohl mit dem Begriff der spontanen und pastoralen Segnung nicht gemeint. Das will ich festhalten. Den Ansatz aber von Winfried Kauderland hier weiterzudenken, meine ich, ist lohnenswert. Denn wenn es Gottesdienst neben der offiziell approbierten Liturgie gibt, dann haben wir hier auch einen Weg, gottesdienstliches Geschehen im Sinne der Sakramentalie zu bedenken. Wie wird ein pastoraler Segen gestaltet? Das Beispiel des Dikasteriums für einen Segen in einer pastoral schwierigen Situation für ein geschiedenes Paar, und das ist im Beispiel angesprochen, also nicht ein homosexuelles Paar, sondern ein geschiedenes Paar, ist wertvoll, weil es verschiedene Aspekte deutlich macht. Zunächst zeigt es die Reaktion der begleitenden Person, wie sie die Situation der beiden Frauen zur Sprache bringt. Es ist eine positive Reaktion, wie die beiden ihr Leben vor Gott verstehen dürfen. Es wird die Not angesprochen und um die Hilfe Gottes gebeten. Es zeigt sich aber auch, dass das einfühlende Gespräch vorausgehen muss, aus der die Bitte um den Segen und die Segenshandlung erwachsen. Insofern haben wir es bereits mit einem strukturellen Handeln zu tun. Damit Menschen ihre Zukunft im Lichte des Wortes Gottes im Blick nehmen können, wäre die Erinnerung an das eine oder andere biblische Wort vor dem Segen angeraten. Und damit ergäbe sich auch der Sinn der Lesungen in einer liturgischen Feier. Wenn dies mit den Vorschlägen aus dem Vatikan auch nicht intendiert ist, glaube ich doch, dass daraus eine Form wachsen kann, die auf diözesaner Ebene für Priester verfügbar gemacht werden kann, wenn sie um einen Segenstext bitten. Denn wenn ein Bischof von einem Priester um eine Formulierung gebeten wird, weil er selbst nicht in der Lage ist, zum Beispiel ein fremdsprachiger Priester den Bischof fragt, wie kann ich solche Personen segnen, weil der Papst sagt, ja, es ist möglich, dann wird der Bischof ihm eine Formulierung überantworten müssen. Was ich hier dann anmerken will und dann doch auch noch später ansprechen werde, bei diesem Beispiel geht es um einen Paar, das aus einer Vorerfahrung in Beziehung kommt, warum auch immer, hier wird von einer Not ausgegangen. Wenn wir auf homosexuelle Beziehungen oder gleichgeschlechtlich liebende Beziehungen schauen, dann möchte ich nicht sagen, dass das die Situation einer Not ist. Und das ist wichtig festzuhalten. Denn hier wird so getan, als ob Gleichgeschlechtlichkeit für den Menschen einfach grundsätzlich eine Not ist. Dass das Nöte mit sich bringt, gerade die Infragestellung, die Not mit sich bringt, das können wir hinlenken. Ich komme noch einmal darauf zurück. Die Ungleichzeitigkeit von theologischen Überzeugungen und pastoralen Konsequenzen als nächster Titel. Die Reaktionen aus der Weltkirche haben gezeigt, wie verschieden die theologischen und ethischen Überzeugungen sind. Während einige den Papst Häresie vorwerfen und immerhin einer der wichtigsten Mitarbeiter des Papstes aus der Gottesdienstkongregation, wir wissen, wer gemeint ist, und andere auch Häresie Verdacht aussprechen, bekunden wieder andere, dass das Dokument in seiner Konsequenz nicht weit genug gehe und eigentlich eine Augenauswischerei sei. Ich will nicht sagen Pflanzerei, aber es ist auch so genannt worden.
Wieder andere sprechen ihre Genugtuung aus über das Ermöglichte. Nun passiert das Spannende, die afrikanische Bischofskonferenz klärt mit dem Papst und dem Dikasterium, dass sie in Einheit mit dem Papstamt dem Schreiben so derzeit nicht zustimmen können. Während die nordafrikanischen Bischöfe erklären, einen Modus zu suchen, wie sie dem entsprechen können. Weniger präsent ist uns in Europa die Frage nach den polygamen Beziehungen. Ich habe das schon angesprochen. Die italienische Bischofskonferenz hat mit ihrem Vorsitzenden Kardinal Zuppi erklärt, dass sie sich trotz sehr differenzierter Haltungen innerhalb der Bischofskonferenz hinter dem Papst steht und das Anliegen sehr teilt. Wir können das verstehen, weil wir ja auch schon vorausgehende Äußerungen zur Frage der gleichgeschlechtlichen Beziehungen von Kardinal Zuppi kennen, der dafür ja auch eingetreten war. Die vielen positiven Reaktionen der deutsch sprechenden Bischöfe und auch der Bischofskonferenzen brauche ich hier nicht zu erwähnen. Zu erwähnen sind natürlich schon aus dem theologischen Bereich die sehr in Frage stellenden Reaktionen auf das Dokument. Ich glaube, es ist auch verständlich, wenn Sie mein Abwägen der ganz unterschiedlichen Aspekte und Positionen mitverfolgen. Liest man nun das Dokument der afrikanischen Bischöfe, mit dem sie begründen, warum sie diesem Auftrag des Papstes nicht nachkommen wollen, dann wird deutlich, wie wenig sich die jüngere humanwissenschaftlichen Erkenntnisse, die Exegese, die Moraltheologie, aber auch systematische Fragen und ethische Prinzipien mit unseren gegenwärtigen Erkenntnissen in unseren Breiten decken. Es ist eine andere theologische und ethische Welt. Dies führt zu unterschiedlichen Sichtweisen, die interessanterweise jetzt vom apostolischen Stuhl zugestanden und mit Geduld begleitet werden. Vielleicht darf ich an dieser Stelle einen ganz kurzen Exkurs sagen. Ich habe einen betroffenen Vater getroffen, der sich sehr empörend über dieses Dokument ausgesprochen hat, weil er eine Tochter hat, die in gleichgeschlechtlich liebender Gemeinschaft verheiratet lebt, auch nach einer Segensfeier. Und er hat gesagt, der Papst hätte doch eine ganze Sache machen müssen und so weiter. Und nachdem ich die Situation kenne, habe ich gesagt, du, aber ist es nicht auch in unseren Verwandtschaften so, dass es so einfach nicht ist? Und dann sagt er, ja, es ist so, und hat aus seiner unmittelbaren Verwandtschaft berichtet, wie ein betroffenes Paar unmittelbarer Verwandtschaftsbezüge nicht zu dieser Segensfeier, nicht zu dieser Hochzeit gekommen ist und die Verwandtschaft in helle Aufregung versetzt, weil das ein nicht zu verantwortender Lebensentwurf ist. Wie umgehen damit? Also ich will nur sagen, wir haben auch in unseren unmittelbaren Lebenskontexten die Herausforderungen, die wir jetzt auf der gesamtkirchlichen Ebene beobachten. Also wie geht das dann? Im Bereich der Beziehungsethik hat sich in den letzten Jahrzehnten ungemein vieles getan, sodass auch aus dieser Perspektive Überlegungen und Erkenntnisse für eine liturgische Praxis sprechen würden. Die Liturgiewissenschaft hat auf die Einforderungen von Betroffenen, insbesondere im Bereich der wiederverheirateten Geschiedenen und der gleichgeschlechtlichen Beziehungen reagiert und Modelle einerseits evaluiert, als auch eigene Vorschläge vorgelegt, eben einer liegt da auch vor, die dem römischen Dikasterium bekannt sind und von Kardinälen und Bischöfen auch mitgetragen werden, von manchen aber auch grundsätzlich abgelehnt werden. Ich habe
nach Veröffentlichung dieses Buches von Bischöfen die Frage erhalten, ob sie daran weiterarbeiten können und ob ich da dem zustimmen würde. Dass nunmehr der apostolische Stuhl bestätigt, dass es Wege mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben kann und dass auch unterschiedliche pastorale Begleitungen Sinn geben, weckt die Hoffnung, dass auch in anderen Belangen, in denen die theologischen Unterschiede der Weltkirche groß sind, ähnliche unterschiedliche Lösungen greifen könnten. Dies könnte zum Beispiel für die Frage nach Diakoninnen relevant werden. Nun komme ich zur Frage, die ich noch ausgeklammert habe. Wie nehmen die Betroffenen diese Äußerungen wahr? Und ich maße mir nicht an, jetzt wirklich für alle Betroffenen zu sprechen oder das wirklich alles einzuklangen, was hier zu sagen wäre. Ich möchte nur ein paar Hinweise tun. Längstens eben, wie gesagt, ist der Blick fällig geworden auf die betroffenen Menschen selbst, wer sich in einer Situation befindet, aus der heraus er oder sie in eine neue Beziehung gefunden hat, die ihn trägt und hält, in der er oder sie Verantwortung wahrnimmt und aus der heraus er oder sie auch Altlasten im guten Sinne mitträgt, wird sich vor Gott in einer Weisheit gerechtfertigt wissen, dass er oder sie um den Segen bittet. Das will ich mal grundsätzlich so festgehalten haben. Der Begriff irregulär muss sehr objektiv verstanden werden. Für die Betroffenen kann er nämlich auch sehr kränkend sein. Dasselbe gilt für gleichgeschlechtliche Menschen zu, die füreinander und Achtung und Sorge in Liebe und Zuverlässigkeit füreinander Verantwortung übernehmen und in geschenkter, ich sage gnadenhafter Freundschaft ein gemeinsames Leben gestalten. In solchen Situationen, die auch vom staatlichen Recht her abgesichert werden können, abgesichert sind, erbitten Menschen oft den Segen, der sie in diese Lebensweise und in diesen Lebensentwurf einsegnet. Während bei vorausgegangenen Beziehungen in der Ehe durchaus auch schuldhaftes Verhalten zum Bruch geführt haben kann, dürfen gleichgeschlechtliche Menschen nicht einfach mit dem Vorwurf der Schuld oder der Not belastet werden. Da gleichgeschlechtliche Identität, Homosexualität und die damit verbundene Sehnsucht nach gleichgeschlechtlicher Beziehung an sich nicht schuldhaft ist. Liebesfähigkeit und Liebesbedürftigkeit sind in solchen Beziehungen als Schöpfungsgabe anzusprechen oder anzuerkennen. Und hier steht die Frage nach einer ethisch verantworteten Beziehung im Vordergrund. Wenn diese aus der Gottesbeziehung heraus und auf der Basis des Wortes Gottes gelebt werden will, ist dies zu begrüßen, ohne dass diese Beziehung der Ehe gleichgesetzt wird. Zu dieser Unterscheidung habe ich immer schon zugestimmt, weil das für mich auch kein Problem ist. Auf diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, wenn Betroffene den Vorschlag des Papstes als zu wenig entgegenkommend und unzureichend bezeichnen. Es wäre wünschenswert, wenn hier durch den offen ausgesprochenen und ausgetragenen Konflikt in der Weltkirche Klärungen und auch feste Formen herbeigeführt werden könnten. Für viele Betroffene, das sei hier angemerkt, ist die verachtende und der Sünde anheimzustellende Sichtweise zur gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verletzend. So habe ich es wahrgenommen. Es reißt neue Wunden auf und verstört wohl auch. Es gibt viele, die sich in ihrer Würde missachtet und aufs Neue gedrängt fühlen, mit der Kirche auf Distanz zu gehen. Auch das muss man sagen. Ehe ein Sakrament oder ein Segen, ich komme schon langsam zum Schluss. Sakramententheologisch
muss in der Differenzierung gefragt werden, wie sich die sakramentale Feier der Ehe beschreiben muss. Denn in der Beschreibung hier wird einfach nur vom Segen gesprochen. Das ist zu wenig, wenn man mit über das Sakrament der Ehe spricht. Hier müsste man schon größere Differenzierung leisten. Und dann wäre wohl auch die Möglichkeit, dem etwas gegenüberzustellen, was wir Benediktion nennen. Sexualität als Problemanzeige, weniger für den Sakramententheologen wie mir, wohl aber sehr für die theologische Ethik oder die Moraltheologie, stellt sich die Frage nach der Sexualität als ein Gut des Menschen, das Bonum. Das Dokument wirft Fragen auf, die der Klärung bedürfen. Würde die Bewertung von Beziehungen zu sehr mit der Frage nach dem Sexualakt verbunden, würde diesen wohl nicht gerecht werden. Das muss man wohl sagen. Ich denke, dass dieses Kriterium hinterfragt werden darf. Die Schulung. Schließlich sei auch noch die wichtige Aufgabe angesprochen, die das Schreiben Fiducia Supplicans allen Seelsorgenden überantwortet. Es gilt, sich auszubilden. Natürlich wofür? Damit ist die empathische Fähigkeit gemeint, hinzuhören, die vorgetragenen und geäußerten Erfahrungen von Menschen im Licht des Wortes Gottes bedenken zu helfen, Anregungen und Impulse zu geben. Und schließlich gehört dazu auch die Aneignung der Fähigkeit, aus diesen Gesprächen ein prägnantes und hilfreiches Gebet zu formulieren, das den beiden Aspekten von Segnung, dem Aufsteigenden einerseits und dem Absteigenden andererseits und den Aspekten Lobpreisendes Danken und Bitten entspricht. Dabei vom Aaronsegen auszugehen, meine ich, ist hilfreich. Ich habe das ausdrücklich nochmal erwähnt, weil diese Fähigkeit nicht selbstverständlich gegeben ist. Kommen wir zum Abschluss. Perspektiven, die Fiducia Supplicans eröffnet. Ich will doch positiv schließen. Ich möchte zusammenhalten, festhalten. Ein erstes, das Schreiben Fiducia Supplicans und die folgende Presseerklärung sprechen von einer grundsätzlichen Ermöglichung des Segens, wenngleich dieser auch nur pastoral gedacht ist. Damit ist ein Vorzeichen in der bisherigen amtstheologischen Frage nach irregulären Beziehungen und gleichgeschlechtlichen Partnerschaft verändert. Und diese Veränderung, die wird nicht einfach zurücknehmbar sein. Und das ist ein ungemein wertvoller Schritt, wie ich meine. Die Beteuerung, dass an der Ehetheologie sich damit nichts ändert, schwächt diese Grundsätze meines Erachtens nicht. Zweitens, der nunmehr provozierte Streit zwischen Vertretern der Kirche auf höchster Ebene fordert die Theologie und die Ethik der Kirche, um die anstehenden Fragen auszustreiten. Und dies sehe ich positiv und mit Zuversicht, denn das kann so nicht stehen bleiben. Ein solcher Streit kann nicht einfach stehen bleiben. Und da meine ich, das ist wertvoll, wenn das ausgestritten werden muss. Drittens, die Ungleichzeitigkeit, die ich schon einige Male angesprochen habe, mit der die Fragestellungen auf den unterschiedlichen Kontinenten und in verschiedenen Teilen der Weltkirche behandelt werden, die Rücksichten auf, die nun aufeinander genommen werden, kann für andere Fragestellungen und Herausforderungen zum Modell werden. Viertens, für viele Betroffene selbst heißt es zwar, weiterhin noch Geduld zu haben. Es ist aber meines Erachtens denkbar, dass sich mit der inhaltlichen Klärung der Fragen gleichzeitig Feierformen entwickeln lassen, die der Lebensform insbesondere in gleichgeschlechtlicher Gemeinschaft, aber auch in Situationen der neuen Verbindungen nach gescheiterten Beziehungen Rechnung tragen. Für das Zweite haben wir ja schon vielfach solche Ereignisse. Für Ersteres gibt es zwar auch Modelle inzwischen, aber ich denke, es kann schön langsam, zumindest mit den ersten Schritten, auch auf diözesanen Ebenen amtliche Vorlagen geben. Und das Letzte, die Tatsache, dass Priester sich dem Segen diesen Menschen gegenüber nicht entziehen dürfen, ist ein wertvoller Schritt in Richtung Anerkennung der Menschenwürde
wo diese nicht gegeben ist, getan. Das wären einige meiner ersten Konsequenzen, die ich aus diesen amtlichen Äußerungen, die aus dem Vatikan gekommen sind, ziehen wollte mit Ihnen. Danke.